Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder. Euer Odin. Und wie ihr seht, mein PC steht gerade hier. Noch ohne Wasserkühlung. Die ist hier. Ich bin auch gerade am Aufnehmen, wie ich das alles einbaue. Und da habe ich mich kurzfristig entschlossen, hier doch nochmal ein Unboxing zu machen zu der Wasserkühlung. Die Kraken X62. Das ist auch die V2-Version. Die hatten sie nochmal überarbeitet. Da werden wir mal gucken, was da alles so schön drin ist, bevor wir das anbauen werden. So, einmal. Oh, das riecht aber. So. So. Da haben wir einmal hier den Radiator mit dem, was da natürlich raufkommt. Ja. Aber hier ist schon Kühlpaste mit drauf. Ja, das seht ihr ja. Und da ist so ein Plasteding mit bei, damit, wenn wir beim Verlegen sind, nicht da irgendwo rankommen. Hoppala. Jetzt fällt mir hier alles raus, oder? Nee. Das gucken wir uns auch gleich ganz genau an. So. Dann haben wir hier. Ich packe davon einfach mal nur einen aus. Lüfter von Next. Also NZXT. Ja, die sind da mit bei. Die werde ich natürlich nicht nehmen, weil ich habe meine Purwing 3 da hinten dran. Da brauche ich die jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber die waren halt mit bei. Aber ich werde sie halt nicht nutzen. Können wir wieder rüberpacken. Und dann haben wir hier noch Zeug mit bei. Ich hoffe ja, dass wir da vielleicht ein Y-Kabel mit bei haben. So. Wir haben hier einmal ein USB, also praktisch für Board USB, der da. Und der kommt dann, ist auch ein breiter, der kommt dann in die Pumpe rein für die LED-Beleuchtung und glaube, dass die Pumpe überhaupt was macht. Wir haben hier verschiedene Sachen. Wir müssen jetzt hier nochmal schnell auspacken. Und hier haben wir jetzt, was haben wir hier? Ich weiß nicht, wofür der ist. Ah, okay. Ah, okay, hier haben wir ein Y-Kabel. Aber... der ist jetzt, vielleicht kann ich das doch alles anschließen. Der kommt dann ins Mainboard, SATA, ja. Und die sind für die Lüfter. Haben wir auch 4 Stück. Falls wir vorne 2, hinten 2 machen wollen. Einer hat hier einen 4-poligen, alle anderen haben 3-polig. Also sind zwar 4 Löcher, also 4 Dinger. Und der vierte ist halt da in der Mitte frei. Und dann haben wir einen Sohn noch. Weiß ich jetzt nicht. Werden wir uns angucken. So, ich lege das mal hier beiseite. Und dann haben wir hier massenhaft Schrauben. Also die sind... achso, die sind für den Radiator. Die können wir gleich beiseite packen. Und dann haben wir hier große und kleine Stege für Intel und AMD. Jetzt muss ich mal die beiseite packen, dass ich hier die richtigen Größen habe. Das sind 2 große. Und das sind 2 kleine. Und das ist noch ein kleiner. So. Und dann haben wir noch diese zum Festschrauben. Das muss ich mir dann erstmal angucken, wie das genau alles vonstatten geht. Die machen wir erstmal alle wieder hier rein, damit die nicht verloren gehen. So. Ich hoffe, das steht in der Anleitung auch, welcher ist. So, dann haben wir hier einmal so ein Ding. Das ist für hinten. Und, achso, da sind die Schrauben
für das, denke ich mal, in verschiedenen Modellen. Weil hier haben wir jetzt, ach, hier steht auch AMD drauf. Das brauchen wir. Gut, dann können wir die Tüte hier komplett, wo alle drinne war, so, hier Trost beiseite legen. Das interessiert uns nicht. Wir brauchen diese hier. Da ist halt AMD, das für hinten. Und müssen wir mal gucken, ob das überhaupt passt. Oh Gott. So. Hoppala. Zweig auf dem Kabel drauf. So. So. Das ist das. Das kommt dann hier hinten ran. Passt das auch? Müssen wir mal gucken. Ja. Na, knapp, wa? Na doch, so könnte es passen. So. Irgendwie. Müssen wir nochmal andersrum machen. So. Gucken. Ja, doch, passt. Passt, wackelt, hat Luft. Das kommt von hinten ran. Glaube ich. Das wird ja gleich in der Beschreibung auch stehen. Und dann haben wir hier auch wieder verschiedene Schrauben. Einmal hier so eine, die sich hier selber mitdrehen können. Oder kann man die rausdrehen? Weiß ich nicht. Die sind halt so komplett. Schraube und dann hier so ein dickes Ding. Und dann haben wir davon 4 Stück natürlich. Und wir haben dann noch einzelne, die jetzt so aussehen werden. Ja. Gewinde, Gewinde, Gewinde. Und eins davon muss es ja sein. Jetzt müssen wir uns aber nochmal die AMD-Tüte nehmen. Und alles wieder reinpacken, dass hier auch wirklich nichts durcheinander kommt. Ich möchte mir nämlich den Radiator noch angucken mit euch, bevor wir den gleich einbauen werden. So. Und zwar, ich lasse mal hier, na, machen wir einfach mal ab. Ich muss halt nur vorne aufpassen, dass hier das nicht abgeht, sonst ist die Wärmeleitpaste im Arsch. Hier haben wir jetzt einen Spiegel drauf, den baue ich ganz zum Schluss, ziehe ich den ab. Ist für diesen 3D-Effekt. So. Und der ist leichter, als ich gedacht habe, der Radiator. Ich habe gedacht, der ist etwas schwerer. So. Und so kommt er dann natürlich nach innen. Oh, ich finde es schön, hier steht NZXT. So. Der kommt dann, nee, so. Also praktisch, ihr seht ja jetzt die Rückseite, kommt jetzt so innen ran. So. Und der kommt dann praktisch dahin. Und die Silent Wings lasse ich dran. Da kann ich jetzt aber getrost eigentlich die Silent Wings hier auch abmachen und die praktisch an den Y-Kabel mit dran machen. Dann kann ich da auch abbestellen, dass ich dieses Y-Teil brauche. So. Dann würde ich jetzt hier nochmal einen Cut machen, weil das reicht für das Unboxing. Das mache ich mit dem Einbauvideo weiter. Wenn ihr das sehen wollt, das werde ich wahrscheinlich hier irgendwo verlinken, da oben in die Infobox oder am Ende wird es irgendwo aufploppen oder ich weiß es nicht. Also bis zum nächsten Mal, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin. Odin's Test.